Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Onai Fortitude, das mir von Olight freundlicherweise für dieses Video zur freien Verfügung gestellt wurde. Während die Szenen so laufen, werde ich ein wenig über das Messer erzählen. Wenn mir etwas besonders erwähnenswert erscheint, gehe ich kurz auf die jeweilige Szene ein und später geht es dann noch Tabletop. So viel zum Videoablauf. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Ehre, Freigebigkeit, Dankbarkeit, Stärke, Liebe, Frömmigkeit, Treue, all das ist die Bedeutung des Wortes Fortitude. Ein schön ausgewählter Name, wie ich finde. Die Klingenform ist ein Mix aus Clippoint und leichten Bowie-Einflüssen. Wir haben eine stark ausgelegte Swatch, Flachschliff, 107 mm effektive Schneide, 3,7 mm Klingenbreite, etwa 31 mm Klingenhöhe und eine grüne Cerakote-Beschichtung. Hier sieht man das Fortitude beim Hacken und auch kurz beim Schnitzen. Die Beschichtung hat bisher nichts abbekommen. Fürs Hacken ist das Fortitude primär natürlich nicht gemacht, aber ich muss sagen, dass es sich hier erstaunlich gut schlägt. Das Messer ist gut ausbalanciert, wiegt etwa 203 Gramm, also man hat auch ein bisschen Schwungmasse. Wir haben einen D2-Stahl mit etwa 59 bis 60 HAC. Bei diesem rostanfälligen Stahl ist die Cerakote-Beschichtung sicherlich von Vorteil. Zumindest anfangs hat man einen guten Schutz vor Feuchtigkeit. Langfristig bleibt auch hier die Pflege des Stahls in Form von gelegentlichem Einölen nicht aus, dass sich die Beschichtung irgendwann partiell verabschieden wird. Aber das wird dauern. Die Beschichtung ist hier wirklich sehr, sehr zäh. Jetzt kommt etwas, das auf meinem Kanal zukünftig nur noch in absoluten Ausnahmefällen zu sehen sein wird. Vertoning. Das Thema führt innerhalb der Szene immer wieder zu Kontroversen. Ich erwähne zwar immer wieder, dass ich nur für Videos batoniere, nehme ich da auch immer selbst auf die Schippe und ich sage auch immer wieder, dass Messer eigentlich nicht dafür gemacht sind. Andererseits kann es durchaus auch eine Aussagekraft besitzen und es macht auch wirklich Spaß. Manche Zuschauer sehen das auch wirklich gerne. Dennoch, Batoning wird bei mir in Zukunft in den Hintergrund treten. Zum Fortitude muss ich sagen, dass ich auch hier positiv überrascht war. Die Schneide hat nichts abbekommen. 0,7 mm in der Schneidfasse sind für ein Outdoor-Messer auch ein sehr akzeptabler Wert. Also Batonieren funktioniert hier tatsächlich ziemlich gut. Querbatonieren ist auch eine fiese Belastung für eine Klinge. Auch solche Szenen wird es in Zukunft eher selten zu sehen geben. Der Untergrund ist hier etwas zu weich gewählt und hat unter den Schlägen immer wieder so ein bisschen nachgegeben. Deshalb auch die Probleme. Das lag also nicht am Messer. Das hat sich auch hier gut geschlagen. Es gab übrigens keine unangenehmen Vibrationen. Die Handlage geht auch in Ordnung, also das passt soweit. Hier noch ein Löckchenversuch. Das hat auch so halbwegs geklappt, auch wenn man dazu sagen muss, dass Schnitzen nicht unbedingt die größte Stärke des Fortitude ist. Aber es funktioniert. Jetzt gehen wir Tabletop noch auf ein paar Dinge ein. Diese grüne Cerakote-Beschichtung hat gut gehalten. Im Bereich der Spitze und der Swatch sieht man schon ein paar Kratzer. Das wird auf der anderen Seite noch deutlicher. Hier sieht man auch den Stahl so leicht durchschimmern. Aber ich denke, nach den gezeigten Szenen ist das völlig normal. Die Schneide hat alles durchgehalten. Also hacken, querbatonieren, batonieren ist ja normalerweise nicht unbedingt für ein Messer das erste Anwendungsgebiet. Aber das hat dieser D2-Stahl in dem Fall wirklich gut weggesteckt. Ist natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei. Dann sieht man den Sabergrind. Der wurde hier zu zwei Drittel hochgezogen. Eine stark ausgeprägte Schleifkerbe. Das gefällt mir persönlich nicht. Das erinnert mich leider an ein anderes Messer. Dann hat man hier noch einen ausgeprägten Guard. Das ist immer Geschmackssache. Ist natürlich ein Sicherheitsfeature. Beschriftung. Das sehr präsente Onai-Logo. Dann hier die Stahlbezeichnung D2, auf der anderen Seite Fortitude und ein Buchstabenzahlengewirr KN01186. Ja, dann hat man hier oben ein Chimping angebracht. Das ist für meine Hand an der falschen Stelle. Also der Griff ist hier etwa 12 cm lang, ein bisschen mehr als 10 cm kann man greifen. Und da weiß ich nicht, was ich mit dem Chimping in diesem Bereich anfangen soll. Ja, wenn man das Chimping dann schon macht, dann soll es vielleicht auch in der richtigen Position sein. Oder man lässt es einfach weg. Aber das wird auch immer zu Diskussionen innerhalb der Szene führen. Ich persönlich bin kein großer Chimping-Fan, aber ich kann damit schon leben. Aber es gefällt mir einfach in dem Fall nicht. Man hätte es einfach hier noch rüberziehen können, wenn man das schon macht. Naja, ich glaube, darauf bin ich jetzt genug herumgeritten. Wir gehen über zu den Griffschalen. Das ist schwarz-grünes G10, hier so leicht gegroovt. Und es ist wirklich
sehr, sehr gut angepasst. Die Optik gefällt mir, es passt auch wirklich gut zu dieser Saracote-Beschichtung. Hier steht nirgendwo was über. Es ist schön abgerundet, fast schon ein bisschen glatt. Also richtig Grip hat man hier nicht, aber das erledigt dann der Guard. Und wenn man Handschuhe anhat, geht das schon. Ansonsten hat man hier hinten ein Lanyard Hole. Also hier wurde eigentlich soweit an alles gedacht. Ich denke, wir könnten vielleicht mal einen kleinen Blick unter die Griffschalen werfen. Das sind hier 8er Torx und wir schrauben es jetzt einfach mal auf. Und dann sieht man hier, diese Saracote-Beschichtung ist durchgehend. Das ist schon mal eine gute Sache. Also, falls hier Feuchtigkeit unter die Griffschalen kommt, ist die Rostanfälligkeit dann doch recht gering. Was mir auch gut gefällt, diese Schraubhülsen sind gut angepasst. Also man hat hier wirklich kaum Spiel. Das ist schön gemacht. Ansonsten keinerlei Aussparung fürs Gewicht oder so. Also ja, da hätte man vielleicht sich noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber insgesamt würde ich sagen, passt das soweit. Also das ganze Messer weist insgesamt eine richtig gute Verarbeitung auf. Ich denke mal, dass auch hier die Fertigung wieder bei Kaiser war. Ich weiß es nicht genau. Ich schraube das jetzt wieder zusammen und dann geht's weiter. Zum Fortitude gibt es eine sehr gut angepasste Messerscheide aus Kydex im Sandwich-Stil. Wir haben ein ganz, ganz minimales Wackeln, aber in einer normalen Tragesituation wird man das nicht hören. Hier ein Drainageloch, dann hat man hier ein Tech-Lock, der ist im Lieferumfang enthalten. Und den kann man sogar an- und ausschalten. Das ist natürlich Quatsch. Also off heißt hier verriegelt. Das heißt, man bekommt das hier nicht auf. Und on ist unverriegelt, beziehungsweise man kann das dann hier öffnen. Ja, man hat hier Stege, da könnte man die Gürtelbreite quasi so ein bisschen variieren. Ja, Gürtel darf hier eine Materialstärke von maximal etwa 5 mm aufweisen und dann eine Höhe von etwa 50 mm, also das ist absolut ausreichend. Gewicht der Kydex etwa 115 Gramm, also mit dem Techlock und mit dem Messer zusammen sind das dann insgesamt 317 Gramm in etwa. Zeit für ein Fazit. Fazit: Mit dem Honor Fortitude bekommt man ein richtig gut verarbeitetes Messer. Es ist ein Allrounder mit Stärken und Schwächen. Es ist also prinzipiell so ziemlich alles damit möglich. Leichte Defizite sehe ich beim Schnitzen und Full Grip ist vielleicht auch nicht unbedingt das allererste Anwendungsgebiet. Der D2-Stahl hat sich insgesamt gut geschlagen, hat aber auch nach all den Szenen im Video deutlich an Schärfe eingebüßt. Das ist, denke ich mal, nachvollziehbar. Aber hier so ein Papiertest mit, ja, das ist eine 80er Grammatur, schätze ich mal, der funktioniert hier noch so halbwegs. Also, ich denke, das geht nach den Szenen im Video hier in Ordnung, kann man so nicht sagen, das passt. Ansonsten Lieferumfang, eine sehr stabile Pappbox. Innen ist noch so eine Art Bedienungsanleitung. Außen sind auch jede Menge Informationen, also Stahl, Griffmaterial, Gewicht, so ungefähr. Hier ein Fortitude-Patch, ist auch schön gemacht. Hinten mit Glättfläche, hier das Messer, da ein Bär. Also insgesamt hat man sich hier viel Mühe gegeben, das passt. Ja, dann noch natürlich hier die Kydex mit dem Techlock und natürlich das Messer. Das alles kostet dann zusammen um die 107 Euro. Wenn gerade mal wieder ein Olight Sale ist, gibt es das Fortitude auch mal unter 100 Euro. Würde ich mir das Fortitude kaufen? Nein, würde ich ganz sicher nicht. Beim Design und bei manchen ergonomischen Dingen gibt es einfach zu viele Sachen, die mir nicht gefallen. Also das ist eine ganz persönliche Meinung. Und ich muss auch dazu sagen, dass es in diesem Preisbereich um die 100 Euro einfach sehr viel Auswahl gibt. Ja, das ist alles wie immer Geschmackssache, wie immer im Leben. Zum Schluss verweise ich dann noch auf die Videobeschreibung. Da gibt es ein paar Videolinks, einen Produktlink und weitere Infos zum Messer. Und ich möchte mich bei Olight bedanken für diese Möglichkeit. War wirklich mal interessant, dieses Messer in Händen halten zu dürfen. Jetzt kommt noch eine Art, ja, so eine Art Outtake, ein Melonen-Outtake, wenn man das so sagen möchte, auf einem sehr wackeligen Tisch. Gut, dann war es das. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ist dunkel, Muss ich ne? jetzt irgendwas machen? Nee, eigentlich nicht. Du kommst bloß so dunkel vor. Alles okay. Läuft es jetzt schon? Ja, es läuft schon die ganze Zeit.
Exakt, wenn es losgeht, schneide ich alles weg, keine Angst. Also auf jeden Fall muss ja die Melone in der Mitte sein, ne? Okay. Also. Deine Hand muss man auch sehen. Ich muss die Melone halten. Naja, natürlich. Aber dann wäre es vielleicht trotzdem besser, wir wechseln die Seiten. Ja.